Hallo zu einem ersten Flohmarkt-Video 2023. Wir haben heute den 2. April 2023. Ja, und ich war auf zwei Flohmärkten und was ich da gefunden habe, seht ihr gleich. Hier bei mir im Norden hat die Flohmarktzeit begonnen. Heute haben wir am 2. April. Ich wusste wirklich nicht genau, ob ich heute zum Flohmarkt gehen kann. Zum einen, ich habe noch keine Stimme. Ich war erkältet in der letzten Woche. Und da dachte ich, na, wird das was, wird das nichts. Aber ich habe mich erholt in der Hinsicht. Und dann hat es bis gestern Abend, am 1. April, also wir haben heute Sonntag, gestern am Samstag, es hat geregnet, genieselt. Und ich habe gedacht, oh, wird das Wetter gut? Zwei Flohmärkte standen an. Kann es sein, vor allem einer, den ich sehr gerne habe. Ja, ich wach auf, Wetter ist super, los ging's. Ja, leider auch diesmal alleine. Normal gehe ich mit meinem Bruder. Mein Bruder ist noch krank. Deswegen, ja, musste ich alleine rüber und ich habe ein bisschen was gefunden. Jetzt nichts, ich sag mal nichts Spektakuläres, vielleicht doch. Das müsst ihr mir sagen. Aber so ein paar Kleinigkeiten habe ich gefunden. Ja, was waren das für Flohmärkte? Der erste Flohmarkt, auf dem ich war, das ist so einer meiner Lieblingsflohmärkte. Das ist ein Stadtteilflohmarkt, kann man schon sagen. Da sind wenig Händler, es sind sehr, sehr viele Privatleute da. Und wenn da Händler sind, sind das mehr so eine Trödelhändler. Also sind wirklich richtig mit Trödel. Die haben jetzt nicht diese Neuware, diese Billigware oder so, sondern wirklich alte Sachen, so wie man sich einen Flohmarkt auch vorstellt. Ich sage aber auch gleich, solche Sachen wie Games zum Beispiel waren diesmal weniger. Ich habe auch Filme, nur eine Handvoll. Ich zeige euch, was ich gefunden habe von den zwei Flohmärkten. Es ist schon gemischt, so dass ich jetzt nicht nach Flohmarkt zu Flohmarkt gehe, sondern euch einfach zeige, was ich gefunden habe. Ja, am besten sage ich noch ein bisschen was zum zweiten Flohmarkt. Der zweite Flohmarkt war ein regulärer Flohmarkt mit auch vielen Händlern und Wohnungsauflösern und all das war da gemischt. Da bin ich etwas später hingefahren. Ich habe da noch ein paar Kleinigkeiten gefunden. Ja, und es hat sich in meinen Augen trotzdem gelohnt, so die paar Sachen. Weil es kommt ja manchmal auch auf Kleinigkeiten an. Gut, womit fange ich an? Und zwar fange ich an mit einer kleinen Figur. Jetzt muss ich aber raten, ich weiß es nicht genau, von welcher Serie, ob es Digimon oder Pokémon ist. Aber es gab diese kleine Figur, ich glaube, das ist Pokémon, für 50 Cent und da wollte ich sie nicht liegen lassen. Einfach niedlich. Ja, und dann habe ich zufälligerweise auf beiden Flohmärkten jemanden gefunden, der hat Pins verkauft. Und da bin ich einfach mal so durchgegangen und auf dem ersten Flohmarkt habe ich 3 Pins mitgenommen und auf dem zweiten habe ich auch 3 mitgenommen und ich habe etwa je 2 Euro bezahlt für alles zusammen. Also für drei Stück beim ersten Mal habe ich um die 2 Euro bezahlt, habe ich 2 Euro bezahlt und beim 2 Euro habe ich bezahlt beim zweiten Flohmarkt für 3 Pins. So. Welche habe ich denn gefunden? Als erstes zweimal den gleichen und zwar zu Anno 1602. Richtig coole Pins. Ne, das Logo von Anno 1602. Macht sich richtig gut. Dann gab es auch einen Bundesliga-Manager 98. Ich weiß nicht, ob es ein Werbepin ist oder ob es ein Boxpin ist. Auf jeden Fall findet man die seltener. Und den gab es auch. So, und auf Flohmarkt Nummer 2, was habe ich da gefunden? Einmal ein 50 Jahre Studio Hamburg. Das sah auch richtig toll aus. Einen Super RTL-Pin. Findet man auch nicht. Mit, glaube ich, das alte Logo. Richtig cool. Und ich bin ja großer London-Fan. Ein London-Pin. Richtig cool. Ich mag das. Das ist so ein goldener Pin. Also so golden mit der Tower Bridge. Da stehe ich sowieso drauf. Also besser geht es nicht. Na gut, besser geht es doch, weil ich habe noch andere Sachen gefunden. Ja, so. Dann kommt jetzt mal ein bisschen Heftkram. Ich habe auch ein paar Hefte gefunden. Für 2 Euro gab es einen Star Wars Comic. Richtig cool. Ich nehme es mal aus dieser Hülle raus. Das lag da für 2 Euro. Ist aus dem Dino Verlag. Der Dino Verlag gibt es nicht mehr. Der ist jetzt aufgekauft worden von Panini. Ja, und Star Wars war da eben halt zum ersten Mal vertreten. Ich weiß gar nicht, welche Geschichte von Star Wars das drin ist. Ehrlich gesagt, ich habe
einmal nur gesehen, Nummer 1. Keine Ahnung, ich müsste da jetzt gucken. Timeline, ach, Darth Vader's Rache. Vader's Rache, erster Teil. Nicht schlecht. Kenne ich nicht das Comic? Das ist richtig gut. Hier sehen wir auch noch ein US-Cover. Und, was auch cool ist, die Werbung im Hinten. Vor allem Tara und der Zauberkessel auf Videokassette. 99 ist das rausgekommen. Das heißt, wir können jetzt hochrechnen. 99. Das ist auch schon 23 Jahre alt, das Comic. Also, oder 24 sogar. Nicht schlecht. Und das gab es für 2 Euro. Und das dachte ich, das nehme ich mal einfach so mit. Man ist ja so ein Klassiker. Und allein schon wegen der Werbung war das spaßig. Dann habe ich mitgenommen für 1,50 Euro 2 Ips Comics. Oder Ips Hefte. Ganz alte. Ich hätte noch mehr mitnehmen können. Das war jetzt vom zweiten Flohmarkt. Da habe ich zufällig mit dem zusammengefunden. Habe ich gedacht, komm, nehme ich mal mit. Ich hätte auch noch viel mehr mitnehmen können beim anderen Händler auf dem ersten Flohmarkt. Das habe ich aber nicht gemacht. Weil ich will sie nicht voll sammeln. Hier und da mal ein Ips-Heft macht sich wirklich Spaß. Das machen wir hier mit dem Ips-Zelt. Das habe ich auch noch. Richtig cool. Und hier haben wir die leuchtende Winkehand. Und hier Spezialrahmen für Deutschlands Fußballer-WM. Auch nicht schlecht. Und die stammen aus den 80er Jahren. Also das ist wirklich ein sehr altes Comic. Ich gucke heute auf ein Datum, aber Datum findet man hier seltener. Es war halt noch eine ganz andere Zeit. Gimmicks fehlen natürlich, aber hier so ein paar Sprüche. Oder es war Zettelchen. Nicht schlecht. Wie gesagt, die gab es für 2 Euro. Und für 2 Euro gab es auch, und das ist was Witziges, sind 4 Limit-Hefte. So, da haben wir einmal Limit mit der Maske, mit Jean-Claude Van Damme als Street Fighter. Sollte ein Filmplakat dabei sein, ist leider nicht dabei. Also hier ist es leider nicht. Hier ist der Street Fighter-Artikel so drin. Das ist leider nicht dabei mehr. Sehr, sehr schade. Aber Limit ist nicht so häufig. Speed kam gerade ins Kino. WWF Superstars, auch richtig schön. Na, noch ein bisschen, ein paar Sekunden länger. Auf jeden Fall nicht schlecht. Macht sich auch ganz gut. Dann, das ist sogar vollständig, habe ich festgestellt, mit Judge Dredd. Highlander vorne drauf. Adrian, kommt sein Nachname nicht. Auf jeden Fall mit Highlander und hier so mit Judge Dredd. Bügelbild-Sticker oder Riesenstoff-Sticker. Und der ist noch dabei. Also hier sind so auch die Poster dabei. Hier sind so Poster dabei. Und irgendwo war dieses Bügelbild. Ich habe es gesehen. Ah ja, hier. Ist das Bügelbild sogar noch drauf. Also das Ding ist vollständig. Richtig cool. Bei dem bin ich noch nicht sicher, ob ich es sich selbst behalte. Aber ansonsten habe ich es gern mitgenommen. Genauso auch hier mit Batman kommt. Batman Forever. Da seht ihr auch noch so Karten hier. Arnie Action Poster. Man muss mal gucken, ob das Poster dabei ist. Ich weiß, dass das Poster hier von Batman dabei ist. Ja, das Poster ist auf jeden Fall dabei. Das Batman Plakat. Hier hinten ist die Deutschen, die besten Fäuste der Welt. Mit den deutschen Boxern. Das ist dabei. Das Arnie Action Poster, das ist leider nicht dabei. Das ist so. Und ich sehe auch nicht diese Autogrammkarten jetzt hier. Die waren wohl auch mal dabei. Die leider nicht. Nö. Leider nicht. Aber wie gesagt, es ist trotzdem nicht schlecht. Schade. Mit Michael Dudikoff, Otto. Naja, aber wir haben hier noch ein anderes, leider auch keine Poster dabei, aber mit Jean-Claude Van Damme das Limit. Auch nicht schlecht, auch hier richtig cool. Ja, also ansonsten finde ich das immer wieder cool, ein bisschen, na gut, hier ist ein Eck umgeknickt. Sylvester Stallone hat Assassin's gerade gedreht. Nur ein paar Disney-Comics.
die Welt der Drehbücher, ein bisschen über Drehbücher wird hier geredet. Arnold Schwarzenegger schlägt zurück. Hier sehen wir auch richtig cool. Ja, richtig cool. Oh, schönes Comic. Vernetzt Johnny Mnemonic. Keanu Reeves. Ich fand den Science-Fiction-Film gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich muss ihn mir mal auf Blu-ray besorgen. Ich glaube, ich habe ihn nur auf DVD. Auch hier so richtig geil, diese Werbung. Auch richtig cool. Richtig cool. Ja, wie gesagt, die gab es für 2 Euro und da sagte ich mir, die nehme ich locker mit. Ja, weiter geht es. Ich habe 2 Hörspielkassetten zu je 50 Cent mitgenommen. Beide vom ersten Flohmarkt. Einmal Walt Disneys Sporty Goofy. Ist auch die ältere, die erste Auflage. Und hier habe ich mitgenommen. Ist überhaupt drin? Ich habe gar nicht reingeguckt. Doch, ist drin. Auch für 50 Cent. Sailor Moon 7. Ja, doch konnte ich jetzt nicht widerstehen. Genau. So, dann habe ich. Das machen wir zum Schluss. CDs mitgenommen. Und zwar war das so, dass ich bei einem Stand war, wo ich ein bisschen gewühlt habe und dann habe ich da ein paar CDs entdeckt. Und so, ich habe eine CD entdeckt, wo ich dachte, kenne ich den Star nicht? Irgendwie kam es mir bekannt vor, ich wusste nicht wieso. Und zwar habe ich diese CD entdeckt. Kokuli, Just No Other Way, The Video Collection. Kokuli ist eine chinesische oder japanische Sängerin, ich glaube chinesisch. Asia Music, es war in den 2000er sehr gefragt. Bei uns jedenfalls kam sie auch dann hin und ich habe die CD gesehen und dachte, das ist irgendwas Besonderes, strahlt sie aus. Und ich sah dann ganz oben links, da steht Video-CD. Ja, sowas findet man seltener und dann überlegte ich, ja, das wollte ich nicht mitnehmen. Dann sagte er mir nur der Verkäufer, für 50 Cent machst du nichts falsch. Und dachte ich, okay, nehme ich mit. Und dann habe ich noch ein bisschen rumgewühlt bei ihm da. Dann habe ich gefunden nochmal Sailor Moon für Super Moonies. Ja, 50 Pfennig. Ich habe jetzt, da war die Hülle kaputt. Ich habe leider keine durchsichtige mehr gehabt. Das war ja so ein Backcover bedruckt worden. Deswegen habe ich es noch ausgetauscht. Das sieht jetzt wieder top aus. Und, wo ich überhaupt nicht das liegen lassen konnte, 50 Cent für das Adventure Sam & Max von LucasArts. Das nehme ich mit, auf jeden Fall. 50 Pfennig, also oder Cent, das ist für das großartige Adventure, klar, die Big Box fehlt und das Handbuch fehlt, aber das Spiel selbst für 50 Cent, da mache ich nichts. Das lasse ich nicht liegen. Das ist einfach, das muss einfach sein. Ja, und dann beim zweiten Flohmarkt habe ich auch so ein bisschen gesucht. Da gab es auch eine, der hatte DVDs und Blu-rays und so weiter. Ja, und dann auch ein paar Computerspiele, so ein paar im Bereich mehr PC, weil Konsolen, muss ich sagen, war sehr mau. Und es gab da Händler, also da, ich wollte da nicht gucken, mir wurde schlecht. Weil ich habe da gesehen, zum Beispiel ein wunderschöner Titel, Armored Cores. Armored Core, das PlayStation 1 Spiel. Wunderbar. Ich habe mir gedacht, nee, das tust du dir nicht an. Der wollte da bestimmt 5, 6 Euro für haben, für ein Spiel, wo Cover, Handbuch, das war schon verwachsen, wirklich verwachsen durch Wasser, durch Hitze, Luft mit dem Cover, also mit dem Plastik der Hülle. Also es war schrecklich. Also sowas kann ich nicht mehr antun. Also da solche Händler, die dann Mondpreise verlangen, ich habe nur gesehen bei einigen anderen Sachen und ich wollte da gar nicht durchgucken. Also das tat mir schon so weh und das unterstütze ich nicht. Ne? Da möchte ich auch gar nicht gucken, was soll ich da retten, wenn ich nicht wirklich was wirklich suche, wo ich sage, ich suche eine gewisse CD, die selten ist, aber da habe ich überflogen, da findet man nichts. Das Wertvollste ist alles raus und es ist ein Zustand, der nur noch wehtut und das tue ich mir da nicht an. Naja, aber unabhängig davon, ich war bei einem Stand, der hatte alles so 1-Euro-Teile und sonst was und dann habe ich mir einen kleinen Stapel CDs und an Computerspielen rausgesucht und er sagt, ja, gib mir 5 Euro und ich sage, okay, komm, das ist es mir wert. Und ja, jetzt zeige ich euch, was habe ich gefunden. Ein Adventure-Klassiker und auch ein Mech-Spiel auf einer Disc zusammen von den Sierras-Spielen, wie ist das noch hier, Best of Sierra, das war ein Magazin. Einmal
Gabriel Knight und Earth Siege. Keine schlechten Spiele, sind die Vollversion. Ja, nehme ich auch immer gerne mit. Ein Spiel, was ich jetzt nicht kannte, aber vielleicht hatte mein Bruder es nicht. Für den Preis, wie gesagt, habe ich dann gedacht, nehme ich es mit. Von Dungeons & Dragons, der Tempel des elementaren Bösen. Das ist jetzt rein die CD, das Rest fehlt. Aber ja, man nimmt die Sachen mit. Genauso wie einfach den Klassiker, der da lag. Ports of Call, Classic Edition. Auch ein klassisches Spiel, was ich aus dem das ich aus der Amiga-Zeit kenne, so eine Wirtschaftssimulation, wo man eben halt seine Containerschiffe entsprechend kontrollieren muss, durch die Welt schicken muss und über die Verladung. Das ist halt eine Wirtschaftsstrategie oder ein Strategiespiel, ein Wirtschaftsaufbauspiel, kann man auch sagen, richtiger Klassiker. Ja, und wie gesagt, habe ich mit im Bundle mitgenommen. Mit dabei auch ein Klassiker. Rein nur die CD, also da gab es sicherlich auch die Big Box irgendwann mal zu. Descent 2 ist so ein 3D-Shooter. Aus dem Cockpit heraus. Ja, und dachte ich mir, das nehme ich mit. Genauso, was ich sagte, ja, so ein LucasArts-Spiel kann ich nicht liegen lassen. Genauso habe ich hier ein X-Wing CD Anniversary gefunden. Ich will lieber allein das Cover. So, und dann habe ich noch gesehen, da lagen noch die beiden Handbücher dazu. Hier einfach, das ist X-Wing, Imperial Pursuit und B-Wing, das zur Collection gehört. Das ist sozusagen die Add-ons also im Handbuch. Und das Mark der Fahrländer, das normale Handbuch müsste das sein für einen X-Wing. Ja, und für all das zusammen, 5 Euro, das kann man machen. Das ist völlig in Ordnung. Und den Klassiker habe ich jetzt gerettet. Ich habe das Spiel zwar, aber zur Vervollständigung, gewisse Spiele kann ich nicht liegen lassen und für den Preis sowieso nicht. Ja, dann, was konnte ich auch nicht liegen lassen? Ich habe ein paar Filme gefunden. Jetzt geht es nur noch so, ja, ein Spiel habe ich noch, aber ein paar Filme. Das Spiel lasse ich mal zum Schluss. Ist jetzt kein Highlight, aber auch ein interessantes. Ja, Filme, habe ich auch ein bisschen was gefunden. Ich habe jetzt 2 Videokassetten gefunden. Die eine ist jetzt nicht für mich, die ist für den guten Mike. Ich grüße dich, ich hoffe, du schaust das Video. Für dich habe ich mitgebracht von Rick Moranis, der Film, oder mit Rick Moranis, Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby. Der zweite Teil dieser Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, Reihe. Großartiger Film. Ich mag auch den zweiten Teil, habe ich damals im Kino gesehen, genauso wie den ersten, kaum zu glauben. So alt bin ich schon. Ja. Er suchte noch eine ganze Menge an Videokassetten, hat mir eine Liste mal mitgegeben und dann habe ich gesehen, Mensch, der Film lag da, gab es für 2 Euro. Ja, geht an dich dann sozusagen weiter. Für 1 Euro habe ich eine andere Videokassette entdeckt. Ist vielleicht, ja, heute kräht kein Hahn mehr nach. Aber ist schon etwas seltener, das Ding überhaupt zu finden, weil es auch strengstes Jugendverbot draufsteht. Kein Witz, steht auf der Rückseite. Obwohl es harmlos ist. War ein bisschen Lucky Dice, aber es geht um Manga Theater. Das ist eine Videokassette. Jetzt hier drin ist nichts Besonderes, außer dass es nicht zurückgespult. Das sind sozusagen ein paar Animes. Ich weiß gar nicht, ob sie deutsch synchronisiert wurden oder nur mit Untertiteln, aber so ein bisschen freizügig. Und ja, sowas findet man recht selten auf dem Flohmarkt. Und für 1 Euro habe ich sowas mitgenommen. Ist mehr so ein Sammelstück. Jetzt was ich wahrscheinlich auch weitergeben werde, aber ja, ist halt was Selteneres. Gut, Filme habe ich, geht es noch weiter. Ich gucke jetzt gerade, was habe ich, genau, fangen wir an. Die Filme habe ich gefunden, bei dem einen bin ich mir noch gar nicht sicher, ob ich das nicht schon habe. Das wird sonst wieder aussortiert. Gleich für 1,50 Euro gab es Hard Powder mit Liam Neeson. Kein schlechter Film, aber er hat bessere. Kann man auch so sagen. Und dann gab es hier für, oh, was habe ich bezahlt? 3 Euro. Man wollte erst 4, ich habe 3 dann gesagt. Bisschen mit Widerspann, aber weil es noch sealed ist. Aber 21 Bridges mit Chadwick Broderick, dem verstorbenen Black Panther Darsteller. Kein schlechter Actionfilm. Ja, und dachte mir, schaden kann das nicht. Na, mit Sienna Miller noch. Wirklich kein schlechter Film. Und für, jetzt überlege ich, ich glaube für 3 Euro zusammen, das kann man auch sagen, ja, 3 Euro waren zusammen. Jetzt habe ich 2 Blu-Rays noch gefunden in der Kiste, wo ich gewühlt habe. Und die Filme habe ich alle eigentlich nicht. Und zwar einmal Blues Brothers mit
John Belushi und Dan Aykroyd. Der echte Klassiker. Ja, fehlte mir noch in der Sammlung und für den Preis konnte die Blu-ray gerne ja, Platz nehmen. Und ein Film, das ist dabei, der seltener ist, also man findet den einzeln eigentlich ganz, ganz selten. Zwei Bruce Willis Filme im Doppelpack gab es. Die zweite Disc ist Bruce Willis mit tödlicher Nähe und Tränen der Sonne. Es sind auch wirklich zwei Blu-rays drin, das sind sozusagen die Einzeledition regulär eigentlich. Ja, gab es beides jetzt für je 1,50 kann man wirklich nichts sagen. Und tödliche Nähe, ich glaube, den habe ich zuletzt auf Videokassette gehabt, vielleicht habe ich noch auf DVD, das weiß ich gar nicht mehr, vielleicht auch schon aussortiert. Ja, ist schon ein etwas seltenerer Titel, ja, den Film habe ich im Kino damals gesehen. Tränen der Sonne nicht wirklich, weil das, ich bin nicht so ein Kriegsdrama-Fan, aber der soll recht gut sein, jetzt habe ich ihn auch. Habe ich aber, glaube ich, auch auf DVD gehabt. Nie geguckt, aber auf DVD gehabt. Tödliche Nähe zum Beispiel ist aber ein Thriller mit ihm und Sarah Jessica Parker. Ist jetzt nicht der weltbewegendste Thriller. Er spielt so ein, kann man sagen, er war so ein Flussküstenwache. Polizist ist er. So ein bisschen stirb langsam Style, aber ein bisschen in Mischung mit Detective Story und ja, Sarah Jessica Parker ist an seiner Seite, die ja, Sex and the City gerade auch davon gespielt hat, wollte mal was anderes machen. Deswegen, ja, war das auch eine gute Wahl, die beiden Filme so für den Preis, kann man auch nichts sagen, nimmt man mit. Und selbst wenn man sich dann wieder rausnehmen würde, wenn man sie ihm nicht gefallen würde. Aber tut mir ja gefallen. Kommt in die Sammlung, bleibt in der Sammlung. Ja, und den Abschluss macht das verbotenste Spiel für die Wii, was auch, also auch in Amerika, was in Amerika am verbotensten ist. Ein Partyspiel. Wii Dare. Gab es für 2 Euro. Das ist im Endeffekt ja, Spielchen für Erwachsene mit der Wii-Fernbedienung, wo man sich ein bisschen näher kommen kann. Ja, ist auf jeden Fall lustig. Es ist halt, sind diese Partyspiele, wie zu zweit an einem Apfel knabbern, indem man an der Wii-Fernbedienung reibt und Kopf an Kopf ist. Und ja, diese typischen, wie kommen Mann und Frau sich näher Spielchen. Aber eben halt für die Wii, die moderne Version. Ja, und das Spiel ist ein bisschen verrucht und ich gucke gerade, es ist total englisch hinten drauf. Und Aufkleber USK, ja, wie gesagt, 2 Euro. Dachte, da mache ich nichts verkehrt. Habe ich noch nicht in der Sammlung gehabt. Und wenn, ist es ein schöner Tauschtitel. Ja, das war's. Ich habe, glaube ich, mehr gelabert, als ich an Teile gezeigt habe. Ja, das waren so meine Ausbeute von meinem Flohmarkt. Vom ersten großen, richtigen Flohmarkt. Wie es nur weitergeht, kann ich noch nicht sagen. Ich habe zig Termine auf der Liste. Vielleicht ist nächste Woche auch schon wieder was. Es kann sein, dass noch nicht am Anfang so ist. Ab Mai geht es jetzt richtig los. Da habe ich irgendwann jede Woche Flohmärkte. Ja, abgesehen natürlich im Sommer, wenn ich auf die Toyplosion gehe, am 26. August 2023. Da bin ich dann in Castrop-Rauxel, also Süddeutschland von mir aus gesehen. Da werde ich an dem Flohmarktwochenende natürlich nicht unterwegs sein. Ich weiß, dass da ein großer Flohmarkt ist, was mich natürlich ein bisschen schade empfinden lässt. Aber die Toyplosion wird auch geil. Da freue ich mich besonders drüber. Ja, ansonsten, das war's. Sagt mir, was findet ihr geil von den Dingen, die ich hier gefunden habe. Und boah, schaltet wieder ein. Like das Video, abonniert. Teilt, ja. Ach, mir fällt mir nicht ein. Sprecht, lasst uns quatschen da unten, was ihr so geil findet hier. Ansonsten, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal.